Hallo und herzlich willkommen Mitreisende durch das Universum zu einem, ich weiß nicht, ob das ein neuer Podcast wird oder nicht, aber das sei jetzt erstmal drum. Ich bin heute nicht allein, nein, es redet keine andere Person mit mir. Ich habe keine Freunde. Nein, 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 meine Katze ist da, die ist nämlich kurz vor der Aufnahme einfach gerade hierher gesprungen und jetzt werde ich einfach so ein bisschen. Während ich rede, ich hoffe, ich bin trotz der etwas größeren Entfernung zu meinem Mikrofon trotzdem noch gut zu verstehen. Also ich werde ein bisschen die Katze streicheln, während wir uns einem Thema widmen, wo ich sagen muss, dass ich nicht gedacht hätte, dass ich nochmal darüber reden würde. Aber irgendwie musste ich die Tage einfach nochmal daran denken. Und ja. Ich denke, es ist aufgefallen, dass es ziemlich still darum wurde. Aber worum geht es eigentlich heute? Commander Keen Mobile, beziehungsweise Commander Keen Mobile, was hat es damit überhaupt auf sich? Nun, für die Leute, die diesem Kanal folgen und es nicht mitbekommen haben, sollten, offensichtlich in dem Kontext dann, ja, es gab eine Ankündigung vor etwa einem Jahr bezüglich eines neuen Commander Keen Spiels und das sollte halt eben ein Mobile-Ableger werden. Und ja, nachdem jemand, dessen Kommentar ich zuletzt mal wieder gesehen habe, meinte, ich wäre der aktivste Keen-YouTuber überhaupt, dachte ich mir, ja, dein, meine Güte, ist doch meine Aufgabe, dass wir dieses Thema noch mal ein bisschen aufrollen. Und ja, gucken, was ist überhaupt damit passiert? Und ja, gibt es überhaupt noch ein neues Commander Keen Game? Ja, das und vieles mehr besprechen wir einfach jetzt. Und ich finde es ehrlich gesagt lustig, dass jemand schreibt, ich wäre der aktivste Keen YouTuber überhaupt. Ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, aber sei es drum. Wenn es, naja, Ich meine, es gibt ein paar Leute, die haben noch Keen-Projekte, beispielsweise wie X-Ray Project. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei, weil sie macht ziemlich coolen Stuff. Und ja, ansonsten, naja, es gibt immer mal wieder Leute, die einen der Originalteile ab und zu spielen. Und ansonsten gibt es hauptsächlich Modder da draußen, also. Es ist nicht wirklich eine Kunst, der aktivste Keen-YouTuber überhaupt zu sein. Aber gut, wahrscheinlich ist es eine Kunst, seinen Kanal hauptsächlich diesem Thema zu widmen. Und dieses Mal an diesem Podcast-ähnlichen Format werden wir auch ein wenig über Commander Keen reden. Normalerweise rede ich in solchen Podcast-Formaten ja explizit nicht über Commander Keen, damit die Leute auch sehen bzw. hören können. Ich beschäftige mich noch mit anderen Dingen. Aber nein, nein, heute widmen wir uns Commander Keen Mobile. Erst einmal, dieses vermeintliche Spiel, muss man jetzt ja wohl sagen, kam nicht besonders gut bei den Leuten an. Aber jetzt sollten wir vielleicht erstmal klären, wieso kam es eigentlich nicht so gut an. Erst einmal, der Trailer zu dem Spiel ist gar nicht so schlecht, mal abgesehen davon, dass es, ich weiß nicht, der Trailer scheint sich so gleichermaßen an jüngere Leute zu richten, aber auch an ältere. Und das ist irgendwie so damals schon mein Grundproblem gewesen. Sie scheinen ja schon verstanden zu haben, dass ihre Zielgruppe etwas älter ist bei Commander Keen. Sollte man meinen. Aber was schlussendlich dieses Spiel geworden ist, obwohl man sich beim Mobile schon denken konnte, dass es nichts werden kann, hatte einfach absolut nichts mit Commander Keen zu tun. Einfach gar nichts. Ich meine, ich hatte kein Problem mit der allgemeinen Darstellung, obwohl es ehrlich gesagt jetzt nicht so meins war. Also sei es drum. Sei es einfach mal gerade in dem Kontext drum, ne? Denn ich hatte jetzt kein Problem, da das wir jetzt eine weibliche Version von Keen hatten und zwar in Form von, naja, Billy, ja, Billy und Billy, die Leute waren mal wieder sehr kreativ. Ich fand einfach nur, dass dieser
freche Ton irgendwo zwar schon passt, aber es war halt in die falsche Richtung gedacht. Aber generell betrifft es wohl diese Tatsache, dass es in die falsche Richtung gedacht ist. Wieso die Reaktionen darauf wohl überaus negativ waren. Ich meine, ihr könnt ja einfach mal Commander Keen Mobile bei YouTube eingeben und ihr werdet ziemlich viele Reaktionen zum Trailer sehen, die, naja, sagen wir mal, sachlich negativ sind und ganz, ganz viele, die, nennen wir es einfach mal, unsachlich negativ waren. Obwohl, naja, manche Reaktionen sind vielleicht ein wenig arg übertrieben, aber nichtsdestotrotz verständlich. Denn, wie schon angedeutet, es hat einfach mit dem Original-Keen nichts mehr zu tun. Man hat also gecheckt, unsere Zielgruppe ist älter, also sprechen wir eine ältere Zielgruppe an und machen dann ein Spiel absolut entgegen der Erwartungen, die man haben könnte. Okay. Ich habe keine Ahnung, welcher Spezialist sich dahingesetzt hat und gedacht hat, das ist eine gute Idee. Wir machen etwas, das hat absolut nichts damit zu tun. Aber die Leute werden es lieben. Wenig überraschend haben es die Leute nicht geliebt. Nein, die Reaktionen waren wirklich übermäßig negativ. Das Positivste, was ich gelesen und auch gehört habe, war, ja gut, wir können ja erstmal warten, vielleicht ist das Gameplay ja nicht so schlecht. Das Gameplay sah dann allerdings jetzt auch nicht so übermäßig großartig aus und ich weiß nicht mal so wirklich, wie ich es beschreiben soll. Also einfach mal bei YouTube wegen dem Gameplay gucken, weil ich habe keine Ahnung, es hat gefühlt so gar nichts mit irgendwas zu tun. Also weder Keen noch irgendwas in der Richtung Gameplay-Technisches, wo die Leute sagen würden, das ist ein Genre, das möchte ich unbedingt spielen. Vor allem, wie kommt man auf sowas bei einem Vorgänger, oder in dem Fall sieben, acht Vorgänger, die alle Jump'n'Run bzw. Side-Scroller waren und dann auf einmal das. Okay, I don't get it and I guess no one. Es war halt einfach irgendwie sehr, 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 sehr seltsam. Aber mal davon abgesehen, dass die Reaktionen darauf nicht so gut waren und das Gameplay jetzt ja so semi-geil war, was ist überhaupt mit diesem Projekt passiert? Normalerweise sehe ich mich ja jetzt nicht unbedingt so als der Newsmensch oder so, aber offensichtlich als aktivster Keen-YouTuber überhaupt ist es wohl meine Pflicht, ein bisschen darüber zu reden. Meine kleine Katze guckt mich gerade an, so nach dem Motto, oh, was redest du denn da? Was redest du so viel? Ja. Ich muss leider ein bisschen darüber jetzt reden, weil das interessiert die Leute vielleicht, was aus diesem tollen Game passiert ist. Was? Du meinst, das interessiert die Leute gar nicht und die gucken dir einfach nur zu, weil du scheiße Kind spielst? Nein, nein, Techer, nein. Okay, lassen wir es einfach jetzt mal so stehen. Okay, was ist denn mit Commander Keen Mobile passiert? Dem besten Spiel aller Zeiten. Jedenfalls, wenn man Leute fragt, die Keen mögen. Nun, wie soll ich das sagen? Es ist nichts passiert. Absolut nichts. Eventuell habt ihr ja schon mal bei YouTube Commander Keen Mobile oder Keen Mobile Trailer eingegeben und ihr werdet festgestellt haben, dass der Original-Trailer nicht mehr existiert. Das tut er übrigens schon länger nicht mehr, aber ich dachte mir eigentlich an sich, das ist jetzt nicht so interessant genug, um darüber zu berichten, aber da ist wohl noch mehr dahinter und mit mehr meine ich eigentlich weniger, weil alles, was so im größeren Stil mit Commander Keen Mobile zu tun hat, ist
naja, verschwunden. Selbst wenn man auf die offizielle Seite gehen möchte, wird man einfach nur auf die Hauptseite weitergeleitet. Also nicht die Hauptseite von Commander Keen, sondern von Bethesda. Verzeihung, Herr Techer. Ich musste gerade niesen, Entschuldigung. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. Die haben ehrlich gesagt in den letzten Jahren so oft irgendwie Mist produziert, dass ich nicht einmal die richtige Aussprache von denen lernen möchte. Von daher ist es bei mir immer nur Bethesda. Also für die Leute, die jetzt mögen und so und sich persönlich angegriffen fühlen, lebt damit. Lebt einfach damit. Auf jeden Fall, naja. Es gibt den Original-Trailer dazu nicht mehr. Man kann sich aber andere Trailer ansehen dazu, die ebenso erfreut darüber sind, dass das existieren hätte können. Und ja, die Commander Keen Mobile-Seite existiert auch nicht mehr. Und ja, irgendwie alle Versuche herauszufinden, was jetzt damit ist, führen wohl nur zu einem unangenehmen Schweigen, weswegen wir mit einer relativ großen Sicherheit sagen können, dass dieses Spiel tot ist. Und mit tot meine ich so tot wie die Commander Keen Serie für die ehemaligen Entwickler von dem Spiel waren in den letzten 20 Jahren. Oder 30? Ja, noch nicht 30. Warten wir noch 2 Jahre, dann sind es 30 Jahre. Aber gut, erneut sei es drum. Man hat offensichtlich sich doch zu Herzen genommen, dass eine nicht gerade kleine Menge an Leuten gesagt hat, das ist scheiße, und hat sich dann schlussendlich dazu entschieden, wir lassen das trotzdem. Also, wir machen das jetzt nicht, also. Eigentlich klang dieses trotzdem gerade so, wir machen das trotzdem, was Entwickler sehr oft machen. Weswegen es mich tatsächlich irgendwo gewundert hat, dass sie so zurückgerudert sind, aber wahrscheinlich auf die schlechtmöglichste Art und Weise, die möglich gewesen wäre, weil still und heimlich. Anstatt einfach eine Erklärung zu machen, ja gut, wir haben verstanden, dass es nicht das Commander Keen, das ihr wolltet. Von daher, wir möchten euch nicht etwas geben, was ihr nicht gut findet, aber keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Aber wahrscheinlich hat man da irgendwie befürchtet, das gibt einen noch größeren Shitstorm. Lieber darüber schweigen und darauf hoffen, dass es sich selbst begräbt. So gesehen ist genau das auch passiert. Es hat sich selbst begraben, die Leute reden nicht mehr darüber, außer ich gerade. Was irgendwie dafür spricht, warum dieser Kanal so erfolgreich ist. Aber sollte uns das nicht etwa Hoffnung geben? Das ist irgendwie der Punkt, den ich so persönlich daraus ziehe. Ich meine, es ist schon relativ auffällig, dass sie immerhin zumindest versucht haben, irgendwas in der Richtung zu machen, also praktisch zu gucken, hey, wie sieht's denn aktuell mit Commander Keen aus? Kann man da etwas machen? Die Tatsache, dass das Projekt jetzt wieder gestorben ist, kann aber tatsächlich wirklich für uns auch ein gutes Zeichen sein, weil vielleicht kriegen wir ja ein neues Commander Keen in der Art und Weise, wie das, naja, sagen wir mal, Fans der Spielereihe gerne gehabt hätten. Was vorher tatsächlich wahrscheinlich eine gute Idee gewesen wäre, aber so hat man nur dafür gesorgt, dass man irgendwie zu einer Lachnummer, Schrägstrich, einem Hass, Objekt, Subjekt. Kann man ein Unternehmen als Subjekt bezeichnen? Vielleicht kann man das. Ich habe keine Ahnung. Bevor ich mich hier in Semantik und Co. verliere, bringen wir es einfach auf den Punkt. Diese Entwicklung kann für uns trotzdem eine Chance sein, wo ich mich bis heute frage, warum hat man nicht einfach ein Remaster von den Originalteilen gemacht? Das verstehe ich nicht. Einfach, man nimmt die alten Teile, passt sie optisch und von der Auflösung ein bisschen an, sodass es immer noch wie Keen aussieht, aber sich auf neuen Geräten auch ohne DOSBox spielen lässt, in einer
keine Ahnung, passablen, schönen Pixelgrafik oder was auch immer und schaut auf die Art und Weise, wie das Wasser denn so ist und bringt das vielleicht als Complete Box für, keine Ahnung, sagen wir mal, aufgehübscht für 20 Euro raus. Man hat dann irgendwie die 7 Originalteile da drin und aufgehübscht würden die Leute bestimmt 20 Euro dafür bezahlen, wenn sie das immer und überall spielen könnten. Das hätte man tatsächlich auch als Handyspiel rausbringen können, wenn sie unbedingt so sehr auf Mobile stehen. Aber keine Ahnung, wer oder was sich dabei gedacht hat, das da uns geben zu wollen. Dieses Ding, diese Abomination, was auch immer. Es ist halt alles Mögliche, nur kein Keen. Man hätte komplett alles austauschen können und es hätte ein eigenständiges Spiel sein können. So gesehen kann man das bei Jump'n'Run auch sagen, aber ich denke mal, die Leute, wenn sie ein Keen-Spiel spielen, merken den Unterschied schon. Wenn man da ein komplett neues Gimmick draus machen würde, wird keiner merken, dass es hätte Keen sein sollen. Aber naja, wir schweifen ein kleines bisschen ab, denn wir haben jetzt halt die Situation, dass das Ding ist gefloppt. Gefloppt, bevor es überhaupt draußen war. Wir werden Commander Keen Mobile in der Art und Weise niemals bekommen. Es ist tot und begraben. Und das ist traurigerweise irgendwo gut so, weil das ist ähnlich wie der Gameboy-Teil von vor, auch, oh Gott, auch mittlerweile fast 20 Jahren, etwas, was einer Fortsetzung einfach unwürdig ist. Falls Leute einen eigenständigen Podcast zu den Gameboy-Color-Ableger haben wollen, werde ich das eventuell tun, wenn genug Leute die Hand heben und einen netten Kommentar dazu schreiben. Sowas wie, ey, Mann von Chicali-Netzwerk, mach das mal. Aber ansonsten eine Kurzfassung zum Gameboy-Ableger. Spielerisch ein Horror, optisch ein Horror. Recycle von, naja, den Galaxy-Spielen ohne irgendetwas Sinnvolles, es spielt sich einfach nur grausig. Während alles um Commander Keen Mobile, zumindest inhaltlich und von der Aufmachung her, grausig, beziehungsweise die Umsetzung grausig ist, ist das gesamte Spiel ziemlich grausig. Also, man muss fast sagen, Commander Keen Mobile hätte nicht unbedingt der schlechteste Keen-Teil werden müssen, wenn es denn Keen gewesen wäre. Aber gut, nun befinden wir uns in der Zukunft, also im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel angekündigt wurde, Zukunft, und voilà, es ist tot. Wer hätte damit gerechnet? Ich dachte mir damals, es wird rauskommen, es wird aber ziemlich floppen und es wird nie wieder danach ein Keen-Spiel geben, weil die Unternehmen sich dann wieder denken, ah, das liegt bestimmt daran, dass die Leute kein Commander Keen sehen wollen. Das liegt garantiert nicht an unserer beschissenen Umsetzung. Ja, oder dass wir überhaupt nicht darauf geachtet haben, irgendwas zu produzieren, was die Vorgänger von dem Teil überhaupt haben wollten. Nein, Commander Keen ist einfach scheiße. Was leider Gottes hätte genauso passieren können, weil es ist ja niemals die Schuld der Entwickler. Es ist gefühlt immer die Schuld von den Leuten, die es spielen, ja, die wissen es nicht zu schätzen oder keine Ahnung, der Markt ist dahingehend gerade nicht gefragt oder so. Das heißt, es liegt einfach niemals daran, was sie da fabrizieren. Das ist genauso, ich meine, Alien Isolation ist ein gutes Beispiel. Alien Isolation wurde von vielen Moorhuhn-Vertretern falsch aufgefasst und die haben es schlecht bewertet. Alien Isolation hat sich auch aufgrund dieser schlechten Bewertungen und Kritiken anfänglich nicht besonders gut verkauft. Zwischenzeitlich sind die Verkaufszahlen wohl ziemlich gut, aber halt in der ausschlaggebenden Zeit
wo halt die Entwickler sich sagen, ja, machen wir noch einen weiteren Teil oder nicht, war es wohl so unterwältigend, kann man sagen, dass relativ früh klar war, obwohl es ein potenziell offenes Ende gab, dass wohl kein weiterer Teil von Alien Isolation kommt. Weil man sich gesagt hat, ja, das hat sich nicht gut verkauft. Von daher machen wir das nicht mehr, obwohl das Spiel großartig war und sehr, sehr viele Fans danach fragen, ne, kommt noch was, kommt noch was. Aber so ist das halt, so funktioniert unsere Welt. Und man muss leider Gottes sagen, wäre es so gekommen, es wäre rausgekommen und dementsprechend gefloppt, wäre wahrscheinlich die Reaktion gewesen, die Leute haben gar kein Interesse an Commander Keen. Genau wie jetzt so die allgemeine Meinung ist, es lohnt sich nicht finanziell genug, ein neues Alien Isolation rauszubringen, weil die Leute das nicht genug interessiert. Dass das eigentlich nicht stimmt, sei einfach mal wieder dahingestellt. Ich stelle ziemlich viele Dinge dahin. Es ist kein Wunder, dass ich so oft stolpere. Das hat überhaupt nichts mit meiner Ungeschicklichkeit zu tun. Überhaupt nichts. Punkt ist einfach nur, es kam jetzt halt eben so, das Spiel ist gar nicht erst erschienen. Oh Gott sei Dank. Und jetzt ist halt so diese. Wir haben halt jetzt diesen Punkt erreicht, wo sie eventuell darüber nachdenken, ein anderes Keen zu bringen, das eventuell, naja, besser aufgenommen wird, weil sie haben ja schon gesehen, wow, es gibt tatsächlich echt viele Leute, die sich für Commander Keen noch interessieren. Ja, vielleicht sollten wir etwas tun, ich weiß nicht, was die Fans mögen. Vielleicht sollten wir uns die ersten 7 Teile mal angucken. Und ja, der Gameboy-Ableger existiert nicht. Vielleicht sollten wir uns die 7 PC-Spiele mal angucken und uns fragen, warum die Leute diese Spiele lieben. Nein, wir können auch ein Mobile-Spiel machen, was absolut nichts damit zu tun hat. Oh mein Gott. Weißt du, ich weiß ja, ich verstehe nichts von Marketing. Aber oftmals habe ich den Eindruck, es gibt Leute, die in Unternehmen und Entwicklerstudios arbeiten, die noch weniger Ahnung haben als ich. Und das ist traurig, weil ich muss keine Ahnung vom Marketing haben. Na gut, technisch gesehen muss ich das schon, wenn ich mich selbst irgendwie vermarkten will. Aber das sei mal wieder dahingestellt. Ich werde nie wieder aufstehen können, oder? Weil ich sofort hinfalle. Okay. Also. Eventuell ist es jetzt so, dass sie sich hinsetzen und überlegen, obwohl die, naja, Antwort ziemlich offensichtlich ist, welches Commander Keen jetzt kommen sollte. Da gibt es aber eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie machen ein komplett neues Commander Keen mit der alten Rezeptur und bringen ein bisschen was Neues rein, halt aufgehübscht, ja, so wie man das heutzutage kennt, so dass das auch jeder spielen kann. Oder man macht ein Remake von den bereits existierenden Teilen. Beide Sachen wären eine gute Idee. Remakes wären eine gute Idee, weil wenn die sich gut verkaufen, kriegen wir zwangsläufig ein neues Commander Keen, weil die Leute merken, oh, damit kann man Geld verdienen. Womit kann man noch mehr Geld verdienen? Ja, mit noch mehr Spielen. Easy as that. Und die andere Sache ist auch gut, weil wir kriegen ein neues Commander Keen. Punkt ist nur bei diesem Aspekt, es muss da jemand sein, der halt weiß, warum Commander Keen früher so gut funktioniert hat und teilweise halt heute noch funktioniert. Warum spielen heute noch Leute die Galaxy-Spiele und finden die großartig, obwohl sie, naja, vielleicht mit Retro oder Commander Keen an sich gar nichts in den letzten Jahrzehnten zu tun hatten oder überhaupt. Naja, weil es gute Spiele sind. Sie sind gut konzipiert, sie haben einen gewissen Wiederspielwert, haben viele verschiedene, ja, Designsorte, die du besuchen kannst und die Gegnervariation ist halt einfach super und Secrets, Leute, Secrets. Secrets sind super. Ja, ich meine, das Spiel ist so simpel auf die heutige Zeit bezogen und trotzdem immer noch so gut.
Und das macht Commander Keen nicht über irgendwelche, naja, sagen wir mal, Umwege, wie das heutzutage stattfindet. Spiele müssen nicht unbedingt überaus kompliziert sein. Und Modder zeigen tatsächlich, wie viel mit Commander Keen eigentlich schon damals möglich gewesen wäre. Naja, vielleicht nicht ganz so viel, aber Commander Keen hat noch so viel Luft nach oben. Und ehrlich gesagt, Commander Keen hat auch noch so viel zu erzählen, weil, naja, Commander Keen war nie so das große Story-Game. Von daher hat man so viel Spielraum, um noch Dinge mit den bereits vorhandenen zu machen. Man muss nicht mal wirklich viel Eigenes hinzu erfinden. Man kann einfach die alte Formel nehmen, in ein neues Gewand packen und alte Themen neu aufgreifen. Eigentlich sollte genau das ein Punkt für die Leute sein, beziehungsweise für faule und nicht so geile Entwickler, gerade genau daraus was zu machen, weil sie eben dafür nicht viel machen müssen. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen traurig, weil das Potenzial ist da, aber man arbeitet halt einfach nicht damit. Aber es besteht eventuell Hoffnung bei diesen beiden Szenarien. Und ich weiß noch nicht, ob wir eins von den beiden Szenarien bekommen werden. Ich glaube aktuell tatsächlich ja, weil es ist schon recht viel Zeit vergangen, seitdem überhaupt irgendwie darüber gesprochen wurde. Und offensichtlich vermeiden sie ja auch darüber zu sprechen, was irgendwie dafür schon spricht, dass es neue Planungen und Ideen gibt. Und vielleicht rufen sie ja doch jemanden zu Rate, Tom Hall, der eventuell Ahnung davon hätte. Und ja, vielleicht sollte man genau das tun. Schreibt einfach Tom Hall an, das ist ein wirklich netter, herzensguter Mensch, der schon damals gerne gesehen hätte, dass Commander Keen wieder auflebt, aber er besitzt halt einfach die Rechte nicht. Holt ihn ins Boot, besprecht euch mit diesem Mann, bringt Remakes oder neues Spiel raus, mit diesem Mann zusammen kann das Ding einfach nicht schlecht werden. Ehrlich gesagt, Commander Keen ist so simpel in seinen grünen Zügen, dass es einfach nicht schlecht werden kann. Wirklich nicht. Außer man heißt Bethesda. Verzeihung, kleine Katze. Tut mir leid, ich höre jetzt damit auf. Ja, Techer, beruhig dich. Ja, ganz ruhig, Techer, ganz ruhig. Außer man heißt, naja, genau so und denkt sich, wir machen etwas vollkommen anderes, was nichts damit zu tun hat und wir gucken, wie sehr können wir unsere Fans damit auf die Eier gehen. Gut gemacht. Echt gut gemacht. Naja, das war es auf jeden Fall von Commander Keen Mobile und ich glaube, es ist wirklich keiner so wirklich traurig darüber, dass das jetzt nicht kommen wird. Aber gut, wir bleiben hoffnungsvoll für die Zukunft, so wie immer. Und ja, ebenfalls so wie immer, grüßt mir die Sonne und macht's gut. Thank you.